Vor ein paar Wochen war ich im Kino und habe den Film Der Mauretanier angeschaut. Er handelt von Mohamedou Ould-Slahi und seiner Haft im berüchtigten US-Gefangenenlager der Guantanamo Bay Naval Base auf Kuba. Dort war er für fast 15 Jahre eingesperrt, ohne dass ihm jemals der Prozess gemacht wurde. Our war on terror will not end until every terrorist group has been found, stopped and defeated. Der Film enthält einige Szenen, in denen Essen von McDonald's eine Rolle spielt. Hier wird Ould-Slahi mit einem Filet au Fisch für ein unter Folter entstandenes Geständnis belohnt. Später wird ihm in einer anderen Szene allein bei dem Geruch übel, als seine Anwältin ihm eine der klassischen braunen Tüten mitbringt. Und ich dachte nur so, warte, gibt es einen McDonald's in Guantanamo? Ja, gibt es. Und so begann unsere Recherche zu einem der absurdesten, verstörendsten Orte der Welt. They said that everyone is innocent until proven Muslim. If you are Muslim, then you start in the circle of the terrorist suspicion. Sexual assault, rape, they used to strip us naked, shots, you know, it happened with me many times, dogs on us, beating, sleep deprivation. Das ist Mansour Adaifi. Hier wurde er gefoltert und für mehr als 14 Jahre gefangen gehalten, obwohl er, genau wie Ould-Slahi, unschuldig war. Er ist einer von Hunderten, denen dieses Schicksal widerfahren ist. Hier, auf der anderen Seite einer sanften Hügelkette, befindet sich der eigentliche US-Militärstützpunkt. Die ARD-Korrespondentin Julia Kastein war noch vor wenigen Wochen dort. Also dieser US-Militärstützpunkt in Guantanamo Bay, den muss man sich vorstellen wie so eine verschlafene amerikanische Kleinstadt. Da leben 6000 Menschen, Soldaten und ihre Familien und die das Ganze am Laufen halten. Es gibt, was man halt so braucht in einer Kleinstadt, ein Krankenhaus, ein Supermarkt, es gibt eine Schule und ein McDonald's und allerlei mehr. Es gibt das Ganze mit Karibik-Flair, also ein paar Palmen und jede Menge Iguanas, also Leguane, die dort tatsächlich unter Naturschutz stehen. Guantanamo ist absolut surreal und dieser McDonald's aus vielen Gründen ganz besonders. Aber betrachten wir zunächst beide Seiten des Hügels einmal getrennt. Der Militärstützpunkt selbst hat eine lange, komplizierte Geschichte. Grob vereinfacht, Ende des 19. Jahrhunderts wollte Kuba unabhängig von Spanien werden und es gab zwei Kriege. Die USA haben die Unabhängigkeitsbemühungen unterstützt und sich schließlich sogar aktiv am Zweiten Krieg beteiligt. Im Kampf gegen Spanien haben sie dann die Guantanamo-Bucht eingesackt und entschieden, dass sie als Dank für die Hilfe für immer von Kuba mieten dürfen. Das wurde besonders awkward, als Kuba kommunistisch wurde und man sich so gar nicht mehr gut verstanden hat. Dann gab es überall an der Grenze Minen und den Cactus Curtain und zwischendurch hat Castro der Base das Wasser abgedreht. Heute sieht die kubanische Regierung in dem Stützpunkt eine illegale Besatzung ihres Landes und hätte es eigentlich schon gerne zurück. Die USA sagen aber, nee, wir haben ja diesen uralten Mietvertrag und den kann man halt nur mit beiden Unterschriften kündigen und unsere kriegt ihr nicht und ihr habt ja theoretisch die ultimative Kontrolle über das Land. Nur halt nicht praktisch. Wer sich für diese Sache im Detail interessiert, wir haben euch einen entsprechenden Artikel in der Beschreibung verlinkt. Das ist jedenfalls die Entstehungsgeschichte der Base. Und das besagte McDonald's-Restaurant wurde dort schon 1986 eröffnet. Es ist bis heute das einzige auf Kuba. Dann folgten die Anschläge des 11. September und der Krieg gegen den Terror begann. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated. Die USA waren schockiert, wütend, panisch, aus auf Rache und brauchten unbedingt Schuldige. In Windeseile wurden Menschen, die man verdächtigte, vor allem im Nahen Osten, gefangen genommen. Mansour zum Beispiel war 18 Jahre alt und eigentlich ein Wachmann in seiner Heimat, dem Jemen. Er war zufällig in Afghanistan und wurde dort gekidnappt. Wie viele andere wurde er zunächst in ein geheimes Gefängnis der CIA gesperrt, eine sogenannte Black Site. Dort wurde er auf unmenschlichste Art und Weise bis zum Geständnis gefoltert, er sei ein ägyptischer Anwerber für Al-Qaida. You cannot survive. I didn't survive. I lost my mind at that time. Dann ging es ohne Prozess nach Guantanamo. Man wollte einen Ort haben, wo man jenseits der regulären US-Justiz erstmal diese
mutmaßlich aus amerikanischer Sicht brandgefährlichen Terroristen wegsperren kann. Und da kam eben Guantanamo Bay, das ja nicht zum amerikanischen Festland gehört und deshalb nicht in das amerikanische Justizwesen fällt, gerade recht als Militärstützpunkt. Nochmal in aller Deutlichkeit. Die USA haben einen Ort geschaffen, an dem die eigenen Regeln und Gesetze nicht gelten, um Menschen dort zu foltern und auf unbestimmte Zeit ohne Prozess einzusperren. Wir haben stundenlang mit Mansour gesprochen. Seine Geschichte ist stellenweise kaum zu ertragen. 2016 wurde er entlassen, offiziell, weil er keine Bedrohung mehr für die Staaten darstelle. Er wurde nach Serbien gebracht, weil er immer noch nicht zurück in seine Heimat kann. Mansour fühlt sich dort immer noch nicht wirklich frei, darf nicht arbeiten und nicht reisen. Vor kurzem hat er ein Buch über seine Erlebnisse in Guantanamo veröffentlicht. Neben Mansour gab es zu Hochzeiten 779 Gefangene in dem Lager. Darunter waren zum Beispiel Anwälte, Ärzte, Ingenieure und Lehrer. Heute sind es noch 39. Wirklich verurteilt worden. Bislang sind ungefähr eine Handvoll. In vielen Fällen sind die Urteile auch wieder aufgehoben worden. Die allermeisten Menschen wurden letztendlich wieder freigelassen. Manche kämpfen jetzt wieder an Seite der Taliban in Afghanistan. Die New Yorker Anwältin Beth Jacob hat Mansour und einige andere der Gefangenen über viele Jahre hinweg vertreten und sich für ihre Freilassung eingesetzt. I represented 12 people. 7 of whom have been released and 5 of whom are still at Guantanamo. Sie war deshalb regelmäßig vor Ort, um mit ihren Klienten zu sprechen. Als Zeichen der Höflichkeit und des Respekts brachte sie ihnen immer etwas zu essen oder zu trinken mit. Und so gehörte zu diesem Teil ihrer Arbeit regelmäßig auch ein Besuch bei McDonald's. You know, at first we could just bring drinks. So we would bring coffee. So very often we'd bring coffee from McDonald's. Then we would bring like some of the foods from McDonald's, some of the breakfast foods. For lunch, sometimes we would bring, some people would bring the McDonald's food, there's also a Subway, we would bring Subway sandwiches. Murat Kurnas ist ein Deutsch-Türke, der für 5 Jahre unschuldig in Guantanamo festgehalten und gefoltert wurde, ohne dass man ihm überhaupt einen konkreten Vorwurf machte. So hat es sich aus seiner Perspektive angefühlt, als sein Anwalt ihn besucht hat. Dann kam er am nächsten Tag mit 2 großen Bechern aus von McDonald's. Da habe ich ihn gefragt, woher hast du die? Meinte er, hier, ein paar hundert Meter weiter gibt es dann McDonald's. Da wurde mir klar, dass wir hinter McDonald's gefoltert werden. Und vielleicht muss ich McDonald's auch noch anklagen. Weiß ich nicht. Vielleicht kann ich dagegen was machen. Wir haben Beth Jacob gefragt, ob ihr das alles nicht wahnsinnig absurd vorkam. I found it a lot more ironic than bringing McDonald's in, is the American flag flying over the prison camps. Hunderte Menschen wurden ohne Prozess in Guantanamo gefangen gehalten und gefoltert, ursprünglich um die Drahtzieher von 9/11 dran zu kriegen. Hat das zumindest geklappt? Momentan wird 5 mutmaßlichen Verantwortlichen hinter den 9/11-Angriffen der Prozess gemacht. Das ist ein wahnsinnig langwieriges Unterfangen. Alle, denen da in Guantanamo vor den Sondertribunalen der Prozess gemacht wird, wurden gefoltert und meistens schon bevor sie überhaupt in Guantanamo ankamen. Einer der 5 soll zum Beispiel 130 Mal dem sogenannten Waterboarding ausgesetzt worden sein, bis er das gesagt hat, was man von ihm hören wollte. Und das macht diese Prozesse nochmal zusätzlich kompliziert, weil das sind Staatsgeheimnisse, die werden gehütet und vor allen Dingen sind es natürlich eigentlich keine zulässigen Beweismittel. Das alles ist dieser Teil des Ortes. Gebäude und Strukturen, in denen zahllose Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden. Das Lager ist ein Beton- und Stacheldraht gewordenes Mahnmal. Dafür, dass die vorgebliche Bekämpfung von Terrorismus allzu häufig als Grund missbraucht wird, um Gräueltaten und Rechtsüberschreitungen zu rechtfertigen. I think it's an abomination. I think it's awful. I think it is a violation of everything the United States claims that it stands for. I think it is a violation of basic human rights. You asked about the ethics. There is nothing ethical about Guantanamo. Wie passt das alles zusammen? Das McDonald's-Restaurant gibt es schon deutlich länger als das Gefangenenlager. Es wurde als ein Stück Heimat für die stationierten Einsatzkräfte errichtet. Das ist es noch heute. Hier wurden jahrelang Pommes frittiert, bevor Mohamedou Ould-Slahi zur Belohnung der erste Filet-O-Fish vorgesetzt wurde. Es gibt zig Reviews auf Google, in denen Gäste sich über die netten Chicken McNuggets oder das Vintage Interior freuen. Der McDonald's ist vor allem eins: ganz normal.
Julia Kastein hat uns beschrieben, dass dieses skurrile Gefühl der Normalität auf dem gesamten Stützpunkt herrscht. Und es ist gerade diese Normalität, die uns so schrecklich pervertiert erscheint. Etwas so Amerikanisches in nächster Nähe zu dem Abbild des totalen Verrates an den eigenen nationalen Werten. Das ist der eingezäunte, salutierende Ronald McDonald im Außenbereich des Restaurants. Und hinter dieser Hügelkette haben die USA zahllose Menschen systematisch gefoltert. Direkt neben dem McDonald's befindet sich eine Mall mit einem eigenen Souvenirladen. Dort gibt es T-Shirts wie Guantanamo Resort und Spa und No Bad Days, Good Vibes, High Tides zu kaufen. Was für ein schizophrener, absurder, verstörender, schlimmer Ort. Cheers. Hey, auf unserer Instagram-Page findet ihr einen Post zu den diversen Bildern, die einige Guantanamo-Insassen über die Jahre gemalt haben. Ein Link ist ganz oben in der Beschreibung. Auf der Endcard findet ihr ein Video von uns zur CIA und ein Video von Steuerung F zu einem ehemaligen Guantanamo-Folterer. Ansonsten bis zum nächsten Mal.